Moin moin Freunde, herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von diesem Let's Play schon. Ja, das ging schnell. Ich habe ein bisschen weitergespielt, wie ihr am Datum seht. Ich dachte ehrlich gesagt auch nicht, dass das noch weitergeht. Also ich hätte dann keine Folge aufgenommen, weil ich dachte, die nächste Folge geht dann eh nur 5 Minuten. Genau wie ich es jetzt auch denke. Mal gucken, vielleicht wird es auch nur eine kurze Folge. Ja, wir haben das Problem, dass wir nicht weiterkommen. Wir haben zu wenig Mannstärke. Wir haben zwar genug produziert, aber wir haben immer trotzdem noch, wie gesagt, zu wenig Mannstärke. Ja. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist eigentlich nur abwarten. Glück haben oder was weiß ich. Ich habe jetzt hier mal eine Offensive gestartet. Problem ist aber, dass dann immer auch hier eine Offensive gestartet wird. Also, ja, geil, die sind ja erstmal gelandet, Alter. Nice. Ja, wir müssen halt immer nach da oben gucken. Hier. Ja. Weil das sehr gefährlich ist. So, wir marschieren mal direkt weiter. So, vielleicht läuft es hier besser. Ja. Haben gerade einen Kessel gezogen, Leute. Aber guck mal, hier oben. Die verpieseln sich ja schon wieder, ne? Ja. Ob wir den Kessel kaputt kriegen, bezweifle ich, ehrlich gesagt. Oha, oder auch nicht. Was auch immer gerade passiert ist. Graz ist frei? Was geht denn jetzt ab? Ah, wahrscheinlich, weil wir da vorgerückt sind, deswegen. Nein, guck mal, das passiert jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, warum das passiert. Ich habe keinen Plan. Aber es funktioniert. Hey, was geht denn jetzt ab? Ich habe jetzt gedacht, das geht jetzt noch 2 Minuten oder so. Wie gesagt, wenn es Let's Play halt so kurz, also wie ich es immer gesagt habe, wenn es Let's Play kurz wird und nicht läuft, dann ist es halt so. Man kann halt nicht ständig gewinnen. Und ich finde es halt auch geil, wenn man weiß, ja okay, es kann auch sein, dass wir jetzt einfach verkacken. Sonst, wenn ihr in vornherein schon immer wisst, ja wir gewinnen sowieso, ja dann ist ja eh lame. Also weiß nicht, ob vielleicht finde ich es auch nur ich so, aber... Na egal, vielleicht schaffen wir es ja. Sieht nämlich gerade echt gut aus. Richtig, richtig gut. Okay. Trotzdem haben wir immer noch zu wenig Mann. Also, das ändert nichts an der Tatsache. Können wir wieder nichts machen? Wir brauchen wieder mehr Stahl und so. Wir müssen weiter eigentlich die hier angreifen. Obwohl, die hier auch. Nee. Die nur. Boah, ey, wir verlieren gleich noch Wien, ohne Scheiß. Wenn die von Wien weg wären, ne? Boah. Alter. Das wäre geil. Ja, und unsere Luftwaffe. Oh, wir haben Luftüberlegenheit. Oha. Ja, das muss die Offensive halt gewesen sein jetzt. Kann es mir jetzt anders nicht erklären. Kein Plan. Ah, und da kommen sie schon wieder. So. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Ja, das sieht deutlich besser aus. Okay. Oh, wir haben noch Division. Ups. Können wir irgendwas mit euch tun? Ja, das. Ah. Hier könnten wir jemanden reintun. Achso, genau. Ich habe auch alle Erwachsene eingezogen. Genau, das habe ich noch geändert. Und hier könnten wir noch für Verteidigung was machen.
Es ist schon wieder. Ich verstehe es nicht. Ich check's echt nicht. Warum die sich immer aus Wien verpieseln? Ich mach da gleich so einen Trupp rein, der einfach durchgehend stehen bleibt. Oder irgendwie so. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Dann nochmal ein bisschen mehr handeln. Hier weniger. Hier mehr. So, dann haben wir nämlich schon mal alles wieder drin mit Handel. So, hier gibt's Luftüberlegenheit. Aha. Und genau, wir wollten noch jemanden für Verteidigung reinmachen. Oder Angriff vielleicht? Nee. Ah, Verteidigung. Können wir nicht. Oh, Zuweisung. Na, okay. Hier stehen wieder nur zwei Divisionen. Und die hauen beide ab. Alter. Hä? Ich check's echt nicht. Zweiter chinesisch-japanischer Krieg oder was das auch immer war. Ja, und Wien schon wieder frei. Ey, was ist denn das? Das war jetzt wieder sauknapp. Ich stelle jetzt mal drei Divisionen hier hin. So, und die bleiben jetzt auf jeden Fall da. So, plus nochmal zwei. So. Ich hoffe, das bringt. Ich hoffe. Ja, wen können wir noch reinpacken hier? Ach ne, den wollten wir ja noch reinpacken. Stimmt. Wir haben noch niemanden reingepackt. Aber hier sind auch so viele Truppen. Hier steht schon wieder nichts. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn wir da runter marschieren. Okay, die haben kapituliert. Die sind jetzt, hä? Sind die eingekesselt? Ach, die sind eingekesselt. Auch geil. So, jetzt haben wir halt diese Riesenfront wieder. Das, was ich meinte. Ist halt jetzt richtig scheiße. Aber wenigstens fällt jetzt Wien nicht mehr. Scheiße. Nein. Nein. Ach so. Okay. Nicht zerquetschen. Und zerquetscht. Scheiße hier. Wer geht denn jetzt? Russische Republik. Ja, wer auch sonst? WTF, die Russen? Ja. So, wie groß sind die Armeen denn? Okay. Es ist nicht mehr so... Ja, so heftiger Unterschied. Italien hat jetzt einen Krieg gegen... Okay, das ist schon mal gut. Dann wird Italien sich hoffentlich raushalten aus allem hier.
Keine Ahnung, was da schon wieder schief gelaufen ist. Wer fing geht jetzt? Okay, immer noch Russen. Okay. Aha. Hier haben wir noch eins höher. Letztes Aufgebot. Ich glaube ja. Fall von Washington. Ich ja eigentlich. Und warum ist schon wieder niemand in Graz? Was passiert jetzt? Okay, ich dachte, das Spiel schmiert ab. Jetzt geht schon wieder wer? Ich habe keinen Plan. Oder immer noch wahrscheinlich. So, guck mal, das sieht doch nach einem Kessel aus. Das sieht nach ein... Oh, warte mal, hier können wir aber uns mal ausdehnen. Potenzial sehe ich da. Ja. Ja, sehr schön. So. Okay. Die haben sich hier verpieselt. Oha. Die haben richtig Bock, uns hier abzufacken. Oh, nee. Ja. Oh. Ja. Uns jetzt auch, oder was? Deutschland hat auch den Krieg erklärt? Oha. Gut, ich dachte nur, wir wären's. Dann erklären sie uns, denke ich, jetzt auch noch den Krieg. Jeden Moment. Wenn wir Glück haben, auch den Rumänen, so. Scheiße. Arme Division. Naja. Was willst du machen? Haben wir noch Division? Oha, 5 Stück. Ja, die können wir auch löschen. So, jetzt stehen wir wieder genau da, wo wir auch schon standen. Vor 10 Minuten ungefähr. Und, nochmal eingekesselt? Nee, sind wir nicht. Okay. Ja, eigentlich müsste man hier mal versuchen, was zu reißen. Hier zum Beispiel. Fall von Nanjing. Alter, es eskaliert wieder komplett. Westburg. Und dann hier und dann da. Und dann hätten wir Wien endlich mal ein bisschen befreit.
kann mir nicht erklären, wie das jetzt noch hier gerade funktionieren kann. Aber Wien ist jetzt endlich befreit. Gott sei Dank. So, jetzt können wir die auch noch da packen. Die hoffentlich durchtrennen. Oh, bitte. So, neue Division haben wir noch nicht. Da können wir auch noch nichts machen. Ah, jetzt fehlt uns hier wieder richtig viel. Eine Division. Aber egal. So. Oh, Gott sei Dank. Ja. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus jetzt. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir das aber erstmal hier irgendwie kaputt hauen, alles hier. Komm, alles weg. Komm, alles weg. Das ist auf Wien fällt, ey. Das wäre auch wieder alles. Oh mein Gott, ich hätte echt gar nicht damit gerechnet, dass das noch klappt. Deswegen habe ich mich auch am Anfang der Folge so Depri angehört. Ich hatte auch gar keinen Bock mehr auf diesen Spielstand. Weil ich ja schon ein paar Minuten vorher gezockt hatte. Beziehungsweise 2 Minuten müssen es gewesen sein. Und dachte, ja, kannst du eh vergessen. Aber nö. Diese eine Offensive hat die alle umgelenkt. Und da hat es geklappt. Fragt mich nicht wie. Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier nehmen soll, ne? Nehmen wir das so. So, jetzt dürfen wir es aber noch nicht verkacken, denn gewonnen haben wir das ja auch noch lange nicht. So, da sind aber auch noch welche. Und die können wir schön einkesseln. Budapest. Hm, verlockend. So, haben wir jetzt eine größere Armee? Wir haben eine größere Armee. Oh Gott. WTF? Was? Warte, nein, mit wem sind wir noch im Krieg? Ich habe keinen Plan. Ich will es auch gar nicht wissen. So, rein mit euch und... Ich hoffe, das waren die letzten Divisionen, die wir für diesen Krieg reinholen mussten. Dass diese Kessel auch noch funktionieren, das ist erbärmlich. Deutschland geht es aber auch gar nicht gut, ne? Obwohl, es geht. Hält sich in Grenzen. Boah, Alter, das tut aber nochmal weh, glaube ich. Ja. So. Alle Marsch. Alle Mann dahin. Oh, was ist da schon wieder passiert? Ich habe keinen Plan.
So, und, achso, wir haben keinen Angriffsplan. Sollte man vielleicht auch mal haben. Ach, Bulgarien ist auch noch gegen die im Krieg? Ach so, ja, das erklärt vielleicht auch dann einen Grund, warum das hier gerade so gut geklappt hat. Gut. Folge ist eigentlich lang genug. Ob wir das Ganze jetzt zum Ende bringen, seht ihr in der nächsten Folge. Oh Gott, das jetzt. Es ist trotzdem noch so ein Gemetzel. Wir könnten noch mal ein bisschen was hierfür ausgeben, ne? So, ja. Gut, ob das klappt, ihr seht es in der nächsten Folge. Ich denke schon. Es ist echt ein Wunder, dass das jetzt gerade noch funktioniert hat. Wer weiß, was als nächstes noch auf uns zukommt. Ich kann es nur vermuten, dass es wahrscheinlich wieder irgendeine Großmacht sein wird. Ja. Ich würde sagen, wenn euch... Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Sultanat Syrien. Ah, ich frage gar nicht mehr. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt mir es gerne mit einer positiven Bewertung, einem Kommentar oder einem Abo. Und ansonsten sehen wir uns ganz einfach jedes Mal in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.